Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und hier ist die Tagesbotschaft für euch. Ich freue mich, euch zu sagen. Du bekommst eine Nachricht. Vielleicht Erlaubnis, irgendwo hinzufahren. Vielleicht Scheidung. Ich sehe hier keine Behörden oder so etwas Bestimmtes. Irgendwie eine Idee, vielleicht bekommst du irgendwohin auswandern, wegfahren, Urlaub machen. Hier könnte auch eine Reise sein. Begeh auf diese Reise, auf jeden Fall, weil hab keine Angst, weil ich sehe, irgendwie hast du Angst. Irgendwie ein Teil von dir hat Angst. Was erwartet mich? Erfolg. Schau mal, Erfolg. Die Sonne. Das ist die beste Karte in ganzem Deck. Aber natürlich, hier muss man sich trauen. Trau dir. Ich habe es vergessen. Trau dich, dass du, wie soll ich sagen, ohne Bedenken. Natürlich ist nicht. Hier, wenn du bleibst, dieser Kampf wird nie vorübergehen. Hier muss man das alles fast liegen und stehen, so wie ist. Diese Vase, die kaputt ist, kannst du nicht mehr kleben. Und jetzt lese ich, was hier steht. 6 des Denkens. Friedliche Zeiten stehen dir bevor. Die Stürme sind vorbei. Diese Kampf um etwas. Keine Ahnung um was. Sie hier können, so wie so, ich sage, oder um Behörden geht's. Scheidung. Ein Mann. Übrigens, Mann könnte sein Luftelement. Und nun erkennst du, dass dein Ziel in greifbarer Nähe liegt. Der Stress wird jetzt aus deinem Leben verschwinden. Und glücklichere Zeiten warten auf dich. Und die Sonne sagt: Unter Umständen wirst du dich auf eine Reise übers Wasser oder in ein anderes Land begeben müssen. Land der Träume. Welche Engel wird dich dabei begleiten? Der Engel des Loslassens. Dinge loszulassen hilft dir, dich von Ballast zu lösen und deine Seele zu befreien. Sei es ein Streit, Liebeskummer oder eine bedrückende Situation, so wie ich sage das. Löse gedanklich eine Verbindung und gib die negativen Gefühle frei. Loslassen bringt alles ins Fließen und macht dich glücklich und zufriedener. Dein Engel wird dir dabei helfen, dich von Dingen und Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun. Ich sehe hier, so wie ich gesagt habe, du oder eine Einladung oder eine Nachricht bekommst, du kannst das loslassen, alles was du kannst hinter dir lassen und in neue Reise zu begehen. Muss nicht unbedingt in Ausland gehen. Kann sein, dass es einfach in andere Stadt irgendwie, andere Dorf oder so. Aber so wie aussieht, über Bach, über Wasser. Das heißt, das könnte auch Bach sein, das könnte Fluss sein. Zum Beispiel wie bei uns hier in Graz ist diese durch Mur ist schon andere, bist du schon diese Reise über Wasser. Aber da erwartet die auf dich Harmonie, Frieden, Glück und Erfolg. Natürlich könnte auch Liebe sein, oder? Ich sehe keine Liebe. Perspektive gibt es auf alles. Auf alles. Reichtum, Fülle, Erfolg, alles in einem. Alles Gute, meine Lieben. Einen wunderschönen Tag. Tschüss, Papa.